Wink mal für einen Fünfer. So, der Jonas wird jetzt sein wunderschönes Motorrad euch präsentieren und deswegen drehe ich jetzt die Kamera und dann geht's los. Du warst gar nicht so vorbereitet, gell? Nee. Ja, wir haben hier eine Honda CR 125. Motor ist aus Baujahr 2002. Das Chassis ist aus 2013. Dementsprechend sind halt hier auch die ganzen neuen Plastikteile dran, ohne dass halt ein Restyle-Kit mit verbaut werden musste. Das Ganze war ein professioneller Umbau aus Holland. Das Motorrad habe ich schon so gekauft vor wenigen Wochen. Ja, also eigentlich ist hier alles dran, was man halt irgendwie sich so ein bisschen wünschen kann. Wir haben hier eine V-Force drin, wir haben hier eine vernünftige Ölgabel drin, wir haben schon einen vernünftigen Radsatz drin. Viel wurde noch nicht gemacht, also Dekor und sowas ist noch nicht neu gekommen. Ich habe auch schon sämtliche Anbauteile zu Hause. Bin jetzt schon ein, zwei Mal 125er gefahren, muss aber halt sagen, dass ich leider nicht so gut drauf vorbereitet bin auf die 125er Zeit. Das Problem habe ich auch. Dementsprechend steht das gute Motorrad auch schon wieder zum Verkauf, weil ich mir dann einfach eine 250 Zweitakt holen möchte. Das macht halt einfach ein bisschen mehr Sinn und auch ein bisschen mehr Spaß bei meinem, ich sag mal nicht Körpergröße, weil es ist scheißegal, ich kann auch 1,60 Meter groß sein, aber mit meinem Gewicht. Und ja, also ich denke mal, doch ein ziemliches Highlight an dem ganzen Umbau. Wir haben hier eine schöne FMF-Auspuffanlage dran und hinten kannst du gleich nochmal rumgehen. Ein Double XX-Vergaser. Hier eine schöne Aluminium-Shishumi-Schwinge. Also, und was ganz wichtig ist, ne? Einen guten Dunlop-Sandreifen. Macht immer Sinn auf 925er. Und sind meine Ernst. Ja, was haben wir noch? Rennteillenker. Acerbis Sitzbank. Ja, genau. Ja, so Spielerchen. Also, wenn wir so anfangen, sind hier auch noch ein paar schicke Fußrasten dran. Dann ist hier noch ein bisschen rot-eloxiertes Zapfzeug dran. Einzige Sachen liegen noch zu Hause, wie gesagt, hier wie Hebel oder die Lenkerklemmung. Aber das spare ich mit dem, bei dem Motorrad, weil ja halt einfach das wieder wegkommt. Gibt es sowas nochmal so nee. Zu kaufen? Also das Motorrad so. Laut dem Vorbesitzer hat sich ein Honda-Händler in Lommel so zusammengebaut. Das stand da auch 2 Jahre mit im Schaufenster bei demjenigen. Und dann hat er es halt verkauft an einen Privaten. Und von dem Privaten habe ich es gekauft. Der Private, der ist auf dem Ding ungefähr 4-5 Stunden gefahren. Und ich denke mal, diese 4 oder 5 Stunden, hier die Seitendecke sind lackiert. Also man sieht halt auch, dass der ganze Aufbau 6, 7 bis 8 Stunden erst weg hat. Wenn man hier kommt mit, andere Seite, kann man es vielleicht nochmal sehen. Wenn man hier unten mal so hingeht, die ganzen Schweißnähte, da muss man hinhören. Ja, hier die ganzen Schweißnähte, da sieht man halt auch schon, dass das kein Waldindianer gemacht hat. Von daher, ziemlich geiler Umbau, definitiv einzigartig und deswegen bin ich auch für das Motorrad von Dresden bis Lommel gefahren. Das waren sportliche 1000 Kilometer. Glückwunsch. Geil, danke. Ja, machen wir noch eine Soundprobe? Ja, ich denke mal, dann machen wir noch mal kurz einen kleinen Soundcheck. Und dann geht das ab, Alter. Ne. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was Ollis da noch für nächste Motorräder mal checken soll. Am besten mal unten in die Kommentare verlinken, mit einem Instagram-Namen oder ihn bei Instagram markieren. Und auf alle Fälle auch mal Feedback da lassen, das ist auch mal ganz wichtig dann auch für ihn, wie euch solche Videos gefallen, weil es bringt nichts, wenn er jetzt 10 Videos macht, euch sagt die Serie gar nicht zu. So, hab's schon öfter mal probiert, wir kriegen die Motorrad mit der Hand angetreten. Gucken, nach wie vielen Malen es klappt. Whoop, whoop, whoop.
brennt nach. Geil. Da glüht noch was. Aber du, wir sind ja hier auch hier, also ich komme ja aus Sachsen und da sind Räucherbällen mega gut. Ja, genau. Das Ding steht zum Verkauf. Ich hau den die Beschreibung dann mal unten rein, da irgendwo. Genau. Und da könnt ihr Jonas mal auch noch zur Not Fragen stellen. Viel ja. Zeit hat er nicht, aber ist eigentlich alles gesagt. Könnt ihr kaufen und ja, euch einen meine Freude machen. Peace und lange Haare. Danke fürs Zuschauen. Ciao.